Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im Hintergrund regnet es und ich bin mal wieder am Start. Ich möchte mich entschuldigen, dass in letzter Zeit nicht so viele Videos gekommen sind, aber das wird sich demnächst ändern, denn ich werde ein bisschen FIFA, ein bisschen PES aufnehmen und Simulatoren wird es weiterhin natürlich auch noch geben. Und heute machen wir was ganz anderes, denn ich bin nämlich, und da geht ein fettes Dankeschön an Ohren Football raus, ich bin nämlich durch die auf ein Tippspiel gestoßen und habe das zum letzten Wochenende das erste Mal gemacht. Und in diesem Tippspiel tippt man alle Samstagspiele, also 6 Samstagspiele der ersten Fußball-Bundesliga, und kann da dann auch ordentlich Geld abräumen und natürlich auch einfach um Punkte spielen. Und ich habe mir gedacht, ich mache das einfach mal und habe das dann letzten Samstag gemacht. Und tatsächlich bin ich nach meinem ersten Mal tippen schon im diesem Video von OneFootball aufgetaucht. Wie haben denn unsere Jungs getippt oder und Mädels in der Liga eigentlich? Genau, war immer gut. Habe ich jetzt hier diese Tabelle offen und die Top 3, Robin ist doof, MyCam und Kairo94, 17, 15 und 14 Punkte, da gab es schon mal ein bisschen mehr. Tja. Und man kann davon ausgehen, dass da... Das war tatsächlich richtig knackig. Ja, genau, ihr habt es hier gehört. Ich war in dieser Tippkuppe mit drinnen und das kann ich euch hier noch einmal zeigen. Meine Liga, da habe ich OneFootball und da bin ich drin, hier Mike MM. Das war ich. Ich habe 3 richtige Ergebnisse gehabt und keinmal die richtige Tendenz leider. Ja, das war sehr interessant auf jeden Fall. Denn der Spieltag war ja wirklich schwierig, das haben auch die Kollegen von OneFootball gesagt. Und ich habe es tatsächlich irgendwie, ich weiß selbst nicht wie, geschafft, richtig zu tippen. Denn ich habe Wolfsburg, Fortuna Düsseldorf richtig getippt, 1:1. Bremen gegen Union Berlin 0:2 und Hertha gegen Mainz 1:3. Da habe ich dann auch wieder gedacht, dass Hoffenheim das sicher gewinnt. Da hat Freiburg überraschend für mich gewonnen. Auch dass Schalke das nicht gewinnt, habe ich ein 4:1 getippt. Dann kommt ein 1:1 raus. Und auch Dortmund, ja, Tendenz lag daneben. Das erste Tor wurde in der 13. Minute geschossen. Ich habe 7. Minute getippt. Also, ja, ist okay gewesen. Vor allem für diesen schwierigen Spieltag. Allerdings kann das auch sein, dass es ein bisschen glücklich war. Und dass die nächsten Spieltage nicht so wird. Aber wir gucken einfach mal rein, denn ich werde heute zusammen mit euch tippen und ihr könnt auch in so eine Tippliga von mir kommen. Ihr könnt natürlich auch gerne hier in die Tippliga von OneFootball gehen. Ja, das ist die Tippliga hier, Zugangscode steht alles hier. Aber ich habe auch eine eigene Liga und zwar ist das die Mike Army mit dem Zugangscode 2Q und das ist eine 04MN. Ist auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt und da könnt ihr auch mit reinjoinen. Und dann können wir uns auch da ein bisschen messen aneinander, wie gut ihr getippt habt. Falls das gerade jemand von Sky sieht, denn von Sky Sport ist diese ganze Aktion, da freut mich das. Wir können gerne auch mal über eine Zusammenarbeit sprechen. Lang genug rumgelabert, ich würde sagen, wir gehen die Tipps dieses Wochenendes an, beziehungsweise von morgen. Also man tippt, wie gesagt, keine Freitagsspiele und keine Sonntagsspiele, aber man tippt die Samstagsspiele. Man kann das Ganze bis kurz vor Anpfiff noch verändern und ja, wenn man tatsächlich alle 6 Spiele richtig tippen sollte, dann gewinnt man 200.000 Euro, außer jemand anders hat auch noch alle 6, aber das ist, glaube ich, sehr unrealistisch, auch dass man alle 6 richtig hat. Aber gut, Glück kann natürlich immer dabei sein und 200.000 Euro, das wäre schon ganz lecker. Ihr müsst dafür 18 sein, das möchte ich noch dazu gesagt haben. Und dann würde ich sagen, starten wir rein mit Leipzig gegen Werder Bremen. Werder Bremen ja in letzter Zeit echt gar nicht gut drauf. Gut, sie haben Pokal gegen Dortmund gewonnen, aber ich habe mir schon gedacht, dass das gegen Union Berlin nichts wird. Deswegen habe ich da auch ein 2:0 für Union getippt. Leipzig natürlich jetzt nochmal eine Mannschaft, die einiges mehr kann als Union, würde ich sagen. Bremen wird probieren, hier was zu reißen, wie gegen Dortmund. Also es ist ein großer Club, sie werden alles reinhängen, aber sie werden nicht so gut spielen wie gegen Dortmund, definitiv nicht. Und sie machen ein Tor, das haben sie im letzten Spiel nicht geschafft, aber Leipzig wird auf jeden Fall gewinnen. Ich weiß noch nicht, ob ich 3:1 oder 4:1 tippen soll.
Ah, ich bleib bei 3-1. Dann machen wir weiter mit Hoffenheim gegen Wolfsburg. Ah, das ist genauso schwierig. Ich habe natürlich Hoffenheim im letzten Spiel einen Sieg zugetraut und Wolfsburg nicht. Wolfsburg habe ich ja richtig getippt gehabt. Hoffenheim hat das echt schlecht gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Hoffenheim ist besser. Wie viel besser ist gerade die Frage. Ich bleib beim 2-0 stehen. Wobei Wolfsburg auch immer Tore macht. Also normal ist Wolfsburg, ich glaube, wann hat Wolfsburg mal 0 Tore gemacht? Alter, Wolfsburg hat das letzte Mal 0 Tore gegen die Bayern gemacht. Komm, ich gehe einfach auf Hot Take und sage, sie machen hier auch keins. 2-0, sage ich. Augsburg-Freiburg auch so ein Spiel. Normal denke ich, dass Freiburg das gewinnt. Aber Augsburg ist halt manchmal gut, manchmal überhaupt nicht gut. Und ich sag, dass Freiburg das gewinnt. 3-0 ganz deutlich. Dann ein ganz, ganz heißes Spiel. Paderborn gegen Hertha BSC. Da habe ich schon mit dem Kumpel drüber geredet. Ich glaube, dass Paderborn gewinnt. Für Paderborn wäre es unglaublich wichtig, mal wieder einen Sieg zu holen. Und das könnte gegen eine mega, mega schwache Hertha, vor allem jetzt mit dem ganzen Trubeltrainer raus und was weiß ich, was ja auch eine ganz, ganz andere Geschichte ist und echt lächerlich, aber naja. Ich glaube, dass Paderborn das macht. Da es wahrscheinlich knapp wird, wird es ein 2-1, würde ich sagen. Union Berlin gegen Leverkusen. Klar, Union Berlin wird Gas geben wollen, aber gegen eine Leverkusener Mannschaft, denke ich, wird das nichts, wenn sie denn konstant ist. Wobei Leverkusen natürlich hinten auch immer anfällig ist. Und wenn das Union Berlin ganz gut macht, kann man da vielleicht irgendwas reißen, aber ich denke, dass das mit dem 2-1 eigentlich ganz gut bedient ist. Und dann kommen wir zum letzten Spiel, Düsseldorf gegen Gladbach. Düsseldorf habe ich ja letzten Spiel gegen Wolfsburg einen Punkt zugetraut. In diesem Fall, da traue ich ihnen eigentlich keinen Punkt zu, da Gladbach das eigentlich schon besser machen sollte. Die Frage ist nur, wie viel besser, und da gehe ich auf ein 4-0. Das wäre krass. Finde ich auch selbst ein bisschen krass, gerade wenn ich so drüber nachdenke. Aber normal ist Düsseldorf eigentlich gar nicht so geil und also nicht so gut. Und deswegen wird das auf jeden Fall nichts. So, jetzt müssen wir noch das erste Tor tippen, in der wievielten Spielminute das erste Tor fällt. Das müssen wir jetzt noch festlegen. Wir haben natürlich viele Spiele, wo, also es fallen natürlich viele Tore, so habe ich das auf jeden Fall getippt. Und ich denke, dass das früheste, letztes Mal die 7. Minute, es kam dann doch später. Ich denke, dass es hier schon lang dauert und ich gehe einfach mal auf die 17. Spielminute. Wobei 17. ist ja dann 17 bis 18, ich gehe noch eins runter auf 16. So, 16. Spielminute, wobei Quatsch, ich bin ja doof. Ich meine, dass in der 17., wenn 17, 20 ein Tor fällt, zählt es ja zu 18, deswegen nehme ich 18. Also, jetzt haben wir es dann auch mal richtig. So, das wären dann meine Tipps. Leipzig gegen Bremen 3-1, Hoffenheim gegen Wolfsburg 2-0, Augsburg gegen Freiburg 0-3, Paderborn gegen Hertha 2-1, Union Berlin gegen Leverkusen 1-2 und Düsseldorf gegen Gladbach 0-4. Erstes Tor in der 18. Minute und damit würde ich sagen, könnt ihr auch loslegen. Ich drücke jetzt hier auf Tipps absenden. So, ihr könnt jetzt auch natürlich in meine Tippliga von der 6er-Pack-App reingehen und könnt dann einfach mal mittippen. Ich bin gespannt. Vielleicht kommt nächste Woche dann nochmal ein Video zu dieser Tippliga, je nachdem wie viel Spaß mir das macht und wie viele Leute von euch mitmachen. Und dann werden wir das Ganze auswerten und ein bisschen gucken, wie das gelaufen ist. Und natürlich dann die neuen Tipps wieder für die darauf folgende Woche. Wie gesagt, gerne die 6er-Pack-App downloaden. Ich werde für diese Werbung nicht bezahlt, aber es macht mir unglaublich viel Spaß. Und dann werden wir mal sehen, wie ich da ankomme. Und vielleicht hört man mich dann wieder mal im nächsten OneFootball-Video. Ich bin gespannt. Es sind auf jeden Fall schwierige Tipps. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.